Woche in den Fußball zu spielen. So aufgeregt. Hey, du, stell dir mal vor, ich bekomme ein Stipendium. Wow. Extra Geld für die Schule. Kann ich das auch bekommen? Ja. Ja, ich bitte Sie noch mal um Ihre Aufmerksamkeit. Sie bekommen ja heute Ihre Zwischenzeugnisse. Aber Sie haben trotzdem noch einen Teil Ihres Weges vor sich. Das heißt, Sie müssen jetzt Bewerbungen schreiben. Es kommen die Vorstellungsgespräche auf Sie zu. Und da gibt es Anlaufstellen, an die Sie sich dann wenden können. Okay, gut. Sie bekommen auch von mir Informationen. Und wer aber noch gar nicht weiß, wo es hingehen kann, der kann sich direkt an mich wenden. Mach das Ding aus, Tigo. Oh, hallo, junge Dame. Was kann ich denn für dich tun? Ich suche einen Ausbildungsplatz als Mechatronikerin. Hm. Ist das dein Sohn da? Ja. Ja? Und ist dein Papa auch Mechatroniker? Nein, er ist weg. Oh, ja. Ich muss den Chef fragen. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Platz frei haben. Ich glaube nicht, aber viel Glück. Toilette? Blöde Ausrede. Aber du kannst doch gut Autos reparieren. Besser als die anderen. Jim, du brauchst nur eine Chance. Genug für heute. Der Selçuk, unser Bäcker, ist ein Bruder. Der arbeitet doch in der Autowerkstatt. Du hast doch dem Selçuk das Auto repariert. Ja, das war das Vergasser. Der war total begeistert. Wenn der seinen Bruder persönlich anspricht, da kriegst du doch auf alle Fälle ein Vorstellungsgespräch. Ja, das wäre super. Mama übt das Vorstellungsgespräch. Warum ich eine Ausbildung als Mechatronikerin machen will, wissen Sie, mein Onkel ist Mechaniker. Und als ich klein war, habe ich bei ihm gewohnt. Zusammen haben wir Autos auseinandergenommen und wieder zusammengeschraubt. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Aber die Noten, Frau Alicia. Ja, das stimmt. Ich habe nicht die beste Note. Aber ich bin sehr fleißig und zuverlässig. Ich habe schon immer gern gearbeitet. Aber Sie sind doch Putzfrau, oder? Ja, ich habe auch gerne als Putzfrau gearbeitet. Ich finde, es ist ein ehrlicher Beruf. Wollen Sie weitere Kinder? Wissen Sie, ich habe schon einen Sohn und eine Tochter. Mit dem habe ich schon genug zu tun. Wolltest du nicht sagen, dass dein Sohn der beste Sohn der Welt ist? Stimmt, das habe ich vergessen. Tigo, das ist die Werkstatt. Du wartest hier. Wünsch mir Glück. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, Mama. Gib alles. Das dauert. Hoffentlich klappt es diesmal. Und, was haben Sie gesagt? Tigo, es war gut. Ich darf Probe arbeiten. Sie wollen sehen, wie ich so arbeite. Das ist ja großartig. Das muss gefeiert werden. Danke. Auf deinen Praktikumsplatz. So auf deine Ausbildung. Ich kann es noch gar nicht glauben. Schon ungewöhnlich, eine Frau als Kfz-Mechaniker. Aber wenn eine Frau schon Bundeskanzlerin sein kann... Stimmt,